In dem Film Trio Infernal, der damals entstand, mordete Romy Schneider, Michel Piccoli und Mascha Gonska reiche Herrschaften, um sie dann in Säure in ihrer Badewanne aufzulösen. Mascha Gonska steckte mir, einem Assistenten, vor jedem Drehtag einen Zettel zu. Der Text begann immer mit »An dich«. Später kam sie mit verschiedensten Kleidungsstücken an. Grünen Korthosen, beigen Flanellhemden, braunen Strickwesten, karierten Sakkos und genagelten, senfgelben Lederschuhen. Sie wollte, dass ich aussah wie ein Landlord und mit ihr in den Wäldern spazieren ging, um anschließend Chateau Petrus zu trinken. Das Einkehren konnte ich mir durchaus vorstellen, die Verkleidung weniger. Romy tanzte in dieser Nacht in einem kleinen Restaurant in der Nähe des Drehorts, mit engen Jeans, löchrigen Tennisschuhen, offenem Hemd und einem weiß- und hellblau karierten Kopftuch. Sie trank Champagner und lachte. Nur einen Namen durfte man nicht erwähnen, denn dann verschwand das Lächeln aus ihren Augen. Alain. Schon als Kind konnte ich nur drei Sterne aneinanderreihen. Die Tierkreiszeichen und funkelnden Himmelshäuser waren mir als Lichterhaufen zu undurchschaubar. Aber innerhalb dieses ptolemäischen Regelwerks und dem ganzen blitzenden Murks war es mir ganz leicht, ein eigenes Drei-Punkt-Sternsystem zu erschaffen. Es war eine klare Nacht und am Wenzelsplatz in Prag brannten mehr Kerzen auf dem Asphalt, als Lichter am Himmel zu sehen waren. In dem Moment, wo ich das Auto mit Jean-Pierre Léo über die Moldau lenkte, war die Stimmenglocke der versammelten Prager so tragfähig, dass das Auto zu schweben schien.